Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel in der Easy Credit Basketball Bundesliga zwischen Medi Bayreuth und S. Oliver Würzburg. Endergebnis 86-80 für Medi Bayreuth vor 3.300 Zuschauern. Oberfrankenhalle war beim Frankenderby heute ausverkauft. Ich darf beide Trainer begrüßen und vorstellen. Zu meiner Rechten Gästecoach Dirk Bauermann, zu meiner Linken unseren Trainer Raul Korner. Wir beginnen bei Dirk Bauermann und seinem Game Statement bitte. Glückwunsch an Raul und Bayreuth. Wir hätten sicher dieses Spiel genauso gewinnen können, hatten über 36 Minuten die Führung, haben sehr gut gespielt. Am Ende hilft dann eben der sechste und siebte Mann. Bayreuth hat heute hervorragend von außen geworfen, viel besser als in vergangenen Spielen. Und gerade wenn sie diese Dreier brauchten, haben sie sie getroffen. Das zeigt auch eine mentale Stärke. Meiner Mannschaft ist überhaupt kein Vorwurf zu machen. Ganz im Gegenteil, fand, wir sind hier mit viel Qualität aufgetreten. Das Spiel hätte, ich habe es gerade gesagt, sicher auch anders ausgehen können, dass wir nun ohne einen Sieg und mit einer Niederlage nach Hause fahren, ist sicher enttäuschend, aber kein Grund, den Kopf hängen zu lassen, denn die Leistung war alles in allem sicher sehr gut. Dankeschön. Dann bitte Raul, dein Game Statement. Ja, danke für die Glückwünsche. Ich sehe es genauso, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Und ich denke auch, dass der sechste und siebte Mann, also unser Publikum, massiv dazu beigetragen hat, dass das Spiel heute zu unseren Gunsten ausgegangen ist. Sie haben uns die notwendige Energie am Ende gegeben und hat wahrscheinlich dann die Mannschaft gewonnen, die in den letzten fünf Minuten ein bisschen variabler aufgetreten ist und die Last ein bisschen auf mehr Schultern verteilt hatte. Wir hatten wirklich Big Plays von mehreren Spielern zu mehreren Zeiten. Gabe ist in der zweiten Halbzeit ganz stark rausgekommen, war exzellent verteidigt in der ersten Halbzeit, kam überhaupt nicht zu freien Würfen. Ist dann in der zweiten Halbzeit in die Partie gekommen, aber ohne es großartig zu forcieren, sondern wirklich durch wirklich sehr smarte Aktionen seinerseits. Das Team hat ihn gefunden. Ja, und am Ende mittlerweile haben wir so viele enge Partien. Ich denke, dass wir ganz gut mit solchen Situationen umgehen können und das heute auch wirklich sehr gut gemacht haben. Nochmal Kompliment an Würzburg, war ein harter Fight. Zwei Teams, absolut gleichwertig. Ich denke, das wird für beide Teams in die richtige Richtung gehen. Danke. Gibt es Fragen an die Trainer? Hannes, bitte. Der Start war ja problematisch für euch. War das alte Bayreuther Problem oder lag das daran, dass Würzburg wirklich sehr überzeugend aufgetreten ist hier am Anfang? Also Würzburg war extrem stark von Beginn an, sehr strukturiert in allen ihren Aktionen, haben auch Hochprozente getroffen. Und ich denke, wir sollten jetzt mal grundsätzlich davon aufhören, von dem Start zu sprechen. Es ist ein 40-Minuten-Spiel und ich habe nichts davon, wenn ich 10-0 starte und dann hinten raus das Spiel weggebe, sondern es geht über 40 Minuten. Manchmal starten wir besser, manchmal weniger stark. Letztendlich schaffen wir es immer, das zu einem Spiel zu machen. Mir ist lieber, wir sind hinten raus, dann ready und da. Ich glaube, die ersten Minuten und generell die ersten, ja, muss fast sagen, drei Viertel, muss man einfach Würzburg da den Respekt zollen, dass sie die Sachen sehr gut gemacht haben. Und das war es mit dem Start. Was man schon gesehen hat ist, und ich glaube, da sind beide Coaches ein bisschen erleichtert, dass die Drei-Punkte-Quote raufgeht. Ich führe das bei uns darauf zurück, dass wir jetzt die Pause hatten und die Beine wieder ein bisschen weniger schwer sind und die Würfe, die vorher auch frei waren, jetzt fallen. Und das ist für uns wichtig, weil wir dadurch ein bisschen variabler werden. Danke. Bitte. Gibt es weitere Fragen? Dann beschließen wir die Pressekonferenz.